So, wir sind ja schon dran, ne? Wie sieht's hier aus? Wieder Steine. Aber naja, langsam kriegen wir die Ebene hin, die wir brauchen. Solange sie nicht wieder anfangen, unten was wegzuhauen, soll es mir recht sein. Ja, das sieht gut aus. Das hier wird halt interessant werden. Hier mache ich mir da weniger Sorgen. Kann ich hier ein bisschen mogeln vielleicht? Ja, kann ich. Vielleicht nicht ganz praktisch so jetzt im Augenblick, weil die vier hier nicht gefüllt werden. Aber ist halb so schlimm.
Können wir alles ja feinjustieren. Hier haben wir jetzt dann auch demnächst eine einheitliche Höhe. So, einer noch bitte. Bitte die vier noch füllen und dann geht's halt hier mal weiter. So, der macht hier auch noch ein bisschen weg. So, zwei Dinger sind noch zu füllen. Und ja, es wird schon wieder dunkel. Ne, drei Dinger sind zu füllen. So will ich nicht hinaus. So will ich aber. Sehr schön. Okay, sie haben es. Ah
ein einzelner Cube hier. Oh, Tax nimmt sich seine an. Na gut, die haben auch nicht weit noch zum Runtergraben, nur noch 4 Schichten. Der Berg ist auf jeden Fall niedriger als der, der hier drüben war. Kommt mir jedenfalls so vor. Oder ziemlich... Nee, er ist niedriger. Ich glaube, er ist niedriger. Ja, das wird noch eine Weile dauern. Also ich muss demnächst mal anfangen, wenn die Stockpiles hier zu voll werden, dass ich noch ein paar von den Steinschürfern hier abziehe und zum Auffüllen her schicke. Dass sie hier anfangen schon mal. Eine gerade Linie aufzufüllen. Oh, sind wir hier schon wieder so weit? Das war zu viel des Guten. Ja, du hast schon wieder nichts mehr zu tun, weil wir nicht mehr so viel zu füllen haben.
Ja, drei Löcher noch, dann können wir hier anfangen. Mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Hier hatten wir ja schon so unsere Problemchen. Hier sollte aber noch dieser Erdbrocken, den wir gemacht haben, drunter liegen. Das könnte etwas helfen. Machen wir es gleich mal so, dann haben wir es einfacher. Bei dem Licht hat das interessante Effekte, als ob es hier einen Höhenunterschied geben würde. Kann ich aber nicht so ganz genau sagen. So, können wir hier schon mal eins verschieben. So, aber dann würde ich sagen, speichern wir jetzt bei der Gelegenheit auch gleich mal. So. Save Override. Gut. Und dann gibt es hier einen Cut. Bis gleich.